Emmy, wenn mein Wochenende zu Ende ist, am Montag, fragen mich die Leute mal, ob ich gescored hätte. Was meinen die damit? Die meinen, ob du ein schönes Fußballspiel hattest. Es wird da auch Fußball gespielt und du spielst auch gerne Fußball und versuchst, den Ball ins Tor zu kriegen. Ach, das meinen die immer. Ich habe gedacht, die meinen irgendwas ganz anderes. Nee, nee. Beim Golfen zum Beispiel einlochen oder so. Nee. Und dann ist ja auch ein Score, oder? Nee. Oder ist man gehandicapt? Man ist sehr gehandicapt. Gott sei Dank haben wir Score auf dem iPhone drauf. Ich starte es mal kurz für euch natürlich, denn das Spiel an sich ist wirklich, wirklich witzig gemacht. Es kommt darauf an, mit Zieh- und Strichbewegungen ein Tor zu machen. Ja. Und zwar ein bekanntes Tor, was du sicherlich kennst. Ja, ich kenne mich, also weißt ja, vielleicht wisst ihr das noch gar nicht, aber ich kenne mich mit Fußball nicht so gut aus. Aber du bist der Experte. Bei allem? Also Experte kann man ja sein, ohne irgendwas studiert zu haben. Das ist ja das Schöne. Ja. Ne, es gibt Terror-Experten, ja, Bin Laden-Experten und ich bin natürlich Fußball- und kombinierter iPhone-Experte. Und ich habe gerade das Spiel Uganda? Uruguay. Hier, guck mal. Das ist so klein, kannst du nicht lesen? Nee, ich habe gedacht, Hurgada stimmt da. Ach so, Uruguay. Ich habe gedacht, das wäre der offizielle Verein. Und da gab es ein ganz tolles Tor. Ja, im Viertelfinale am 2.7.2010 um 20.30 Uhr wurde das Tor geschossen. Okay, und du mal. Siehst, wie dieses Tor jetzt quasi geschossen wurde in Original. Mhm. Und dieses Tor probieren wir jetzt gegen Ghana nachzustellen. Das wäre jetzt quasi das Uno zu Uno. Und so, jetzt ist Freeze Frame, also nichts bewegt sich und ich bin jetzt aufgefordert, hier die Linie zu ziehen. Mhm. Ich probiere mal erstmal eine Bananenschuss zu machen. Bananenflanke? Irgendwie. Ganz vorsichtig, guck mal, hält er? Sagt man ja. Ah, hat er gehalten, hast du gesehen? Weil, guck mal, wir haben ja gerade die Linie angezeigt bekommen und ich probiere jetzt mal einfach den Ball irgendwie reinzukriegen, aber der Torwart hält und hält und hält. Und jetzt probiere ich das mal so zu machen, wie ich es gerade eben im Tutorial gesehen habe, dass ich nämlich quasi gegen die Laufrichtung des Torwarts schieße. Pass auf, so. Und geht rein, pass auf. Mhm. Ach nee, ich hab noch nicht. Man muss bis die Torlinie bis zum Tor durchziehen. Ah! Guck mal, der läuft nach links. Und wenn ich den jetzt in die Ecke reinzimmer. Nein, ich muss über die Torlinie kommen. So, jetzt geht er rein. Nee, doch nicht. Herr Bargisch ist wirklich Fußballexperte. Seit wann siezen wir uns, Emmy? Tor. Sieht ja nur unsere Zuschauer. Guck mal, zack, so habe ich ihn reingezimmert. Guck mal, schöne Zeitlupe auch noch. Der Torwart wollte nämlich nach links, aber ich bin ja beidfüßig quasi aufgewachsen. Und da du es jetzt so gut hinbekommen hast, könntest du es theoretisch jetzt auch teilen und auf Facebook posten und deine Freunde damit nerven und sagen, ich bin ein super Fußballspieler, ich kann das total gut. Ich bin auch ein super Fußballspieler, aber ich kann auch besonders gut Tore schießen. So zum Beispiel Brasilien gegen Niederlande am 2.7.2010 um 16 Uhr war das. Ja, das Spiel habe ich gesehen, das war fantastisch. Quatsch. Das Tor war fantastisch. Wer hat denn das Tor geschossen? Ja, einer von den beiden. Einer von den beiden? Ja. Du meinst sicherlich den einen, oder? Den einen, ja, der ist ein super Fußballspieler. So, wir drehen uns mal ein bisschen hier. Zack, ich schieße hier in die... Ach, warte, ich muss in den Lauf von ihm schießen, ne? Ja, genau. Fünf Versuche übrigens. Wer hat denn das Tor geschossen? Das war Ronaldinho. Spielt er bei Italien? Ronaldinho. Pass auf, was würdest du jetzt, links oder rechts? Rechts. Bist du sicher? Ja. Aber der Winkel ist so spitz, Emmy. Rechts. Hättest du mir vorher fragen sollen. Weltklasse. Jetzt kannst du es teilen auf Facebook. Jetzt könnte ich es teilen, allerdings möchte ich die Leute nicht neidisch machen, denn wer so gute Tore schießen kann, der hat bei Facebook relativ wenig Freunde. Ihr könnt es nachholen und Score nachspielen. Es ist wirklich schön, ist eine historische Game-App, Emmy. Ja, ist es auch. Ne? Denn da werden historische Tore nachgeschossen. Ist kostenlos im App Store erhältlich, also viel Spaß beim Schießen.